Hallo Leute, willkommen zu meinem Team Fortress 2 Live Commentary Let's Play. Wir sind gerade in Payload Gold Rush, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Simples Prinzip wie immer, pushe Payload zum Ende und Payload Card zum Ende und dann winning. Aber naja, wir machen es etwas anders. Wir wollen das natürlich verhindern als rotes Team. Das heißt, wir müssen für Damage sorgen. Das heißt, wir machen ein bisschen. Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich habe gerade den Medic und den Heavy getötet. Mit dazu benötigter Überladung. Oh Gott. Das Scout hat mich abgelenkt. Ich war nicht in der Lage, ihn kaputt zu machen. Ich sollte meine Taktik überdenken, habe ich das Gefühl. So, damit haben wir jetzt schon mal den, ja, ich sag mal so, den ersten Push vom Gegner aufgehalten. Was auch immer mein kleiner Freund hier macht. Oh, tolle Bemerkung. Dann bist du hier nämlich falsch, mein Kollege. Nein, aber... Ja. Ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Genau. Erster Push weggeschlagen. Zweiter Push folgt leider prompt. Den müssen wir zu verhindern wissen. No. Medic, 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 Medic. Bitte, heile mich! Domo. Domos Arigatos. Immerhin 3 Kills. Erster Platz. Das gibt natürlich den schönen Ego-Push, so wie man es nennt. Und ich würde sagen, bada bang. Leider pushen die etwas zu schnell, meines Erachtens nach. We should aufhalten das. Und ich verstehe nicht, warum der Heavy sich da einfach von einem... Was? Ich glaube, da mache ich ein eigenes Video von, wo ich einfach nur sage, kack nur. Ich lasse die mal da liegen. Oh. Muss ich den Typen verstehen? Nein, ich möchte jetzt aber eben mal... Ups. Hier hoch. Und hier oben ist irgendwie... Genau, den Weg habe ich mir erhofft. Ich bin schon wieder total blind. Medic! I need some Medics here. Hier ist oben hoch, kann aber kein Medikit anscheinend. Das macht es natürlich etwas schwieriger mit nur Munition und kein Medikit. Weil nach dem nächsten Penis-Schreibschuss bin ich sofort instant tot. Böse Lache. Oh, ich habe was getroffen. Aber ich sollte mich mal eben in mein Hauptquartier zurückbegeben. Ich habe nämlich doch etwas Angst, dass ich nach dem nächsten Schuss sterbe. Denn... Da fuck? Na geht doch, er heilt mich. Oh, das war ungewollt. Lassen wir ihn mal er selbst sein. Ich stand daneben! Hure! Ich stand neben dem Card! Ah! I could have stopped this all, but I failed. Gott, wo war die Musik nochmal? KTSB, KST Beats? Ich weiß es nicht, aber ist cool. Hallo, gegnerisches Payload-Card. You know what? I think we should be friends. Let's be friends together.
4, 5, 6, 7, 8. Und ich meine, mehr als 8 können wir auch gar nicht haben. Das heißt, mit etwas Skill, weil die werden nicht durchkommen. Und ich möchte mindestens 2-3 Kills auf einmal haben. By God, come on. Let's fuck this away. Naja, einer reicht mir auch. Okay, okay. Naja, 2 Kills. Hm, war gar nicht so schlecht. Auch wenn diese 8 Sticky Bombs für den einen Sniper vielleicht etwas übertrieben waren. Auch nur ganz vielleicht. Und ich kapiere diesen Scout nicht. Ich renne mit Baseballschläger auf alle gehen, als du hörte sie. Ich meine, das ist nicht mal Just for the Loot, so das einen Sinn machen. Da fuck. Das ist mieseste Spawn-Camp. Teleporter-Camp. Das ist behinderter als Spawn-Camp, finde ich. Ja, alle pushen. 2 pushen, pushen das Card. Applaus, Blaus Team, ihr habt's kapiert. Not. Okay, let's build Verteidigung. Was haben wir da alles jetzt im Team? 3 Engineers, ich sehe aber keine Sentry. That could be a problem. Oh, that was nice. The enemy has received additional time. Dun, 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 dun. Ja, bau bitte eine Sentry, mein Kollege. So, das sieht schlecht für uns aus gerade. Aber wir haben den Scout ja noch bekommen. Genau so geht das. Nein, 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 nein. Anstatt mich zu löschen, du Arschloch. Ach, da verschluck ich mich schon, weil ich mich so aufrege. Oh Gott, du wirst sterben. Oh mein Gott. Pure Lucky Strike. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade einen Schluck aufbekommen habe. So einen halben zumindest. Jo. 6, 7, 8. Oh ne, ich habe einen Schluck auf. Nein. Ich glaube, ich muss da eine kurze Aufnahmepause machen, bis der Schluck auf weg ist. Scheiße. Ich muss einfach mal mit Luft anhalten. Oh wei. Ich glaube, er ist weg. Nein. Einbildung ist auch eine Bildung. So, enemies had lot of chances, but they're not using it. Luft allein. Ja, das ist eine sehr lustige Runde und das ist lieber, den werde ich jetzt mal wegschneibern. Ich fühle mich gerade nutzlos. Ein bisschen. Aber so, ach, ich glaube, ich gehe mal Spy, mal so hinter die rein. Weil rauskommt, können wir so oder so nicht. Gott, dieses blöde Verschlucken. Ein Moment mal eben. So, da geht's auch schon weiter. Ich hoffe, mein Schluck auf ist weg. Und dann schauen wir mal. Wir gehen einfach mal Spy hinter die generischen Linien. Total unprofessionales. Oh, so richtig unprofessionales. Aber ich glaube, Spy zu spielen ist auch einfach nicht mal mein... Ja, ich kann es einfach, glaube ich, nicht mehr.
wird mir jetzt auch irgendwie nicht so viel Spaß machen. Ich weiß, dass es echt geil ist, wenn man gut ein bisschen als Spy ist, aber naja. Wir gehen mal auf was ganz anderes. Wir nehmen jetzt mal mein Ultra-Mega-Huntsman of Doom. Wir nehmen meinen Jared. Bushwacker ist immer dabei. So ein Standardding bei mir. Ich hätte auch einfach den Teleporter nehmen können, weil mehr Sinn und so. Okay. Dun, 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 dun. Headshot! Getroffen zumindest. Aber ich bräuchte einen Medic hier. Würde sehr viel Sinn machen im Moment. Komm schon. Medikit! Okay. Okay. Schung! Oh, this is very bad. This is very, very bad. My goodness! I'm fucking burning! Ha! Ein HP! Ein HP brennt! Ein HP brennt! Ich bin so geil! Ich bin so awesome! Bam! Tja, was ich damals sehr, was damals meine komplette Lieblingsklasse war, ist definitiv die hier. Ich habe es nämlich damals geliebt, Bogensniper zu spielen. Naja, Headshot aber auch gestorben. Naja, ich habe jetzt so seit, ich glaube seit 3-4 Monaten nicht mal den Bogen angerührt beim Sniper. Was natürlich wieder einiges an Einübungszeit erfordert. Wie man aber sieht, ist es doch gar nicht mal so schlecht. Der Vorteil als Bogensniper ist halt einfach nur, man ist viel mobiler als Sniper und man, normalerweise steht man irgendwo rum und zoomen, peng, zoomen, peng. Aber als Bogensniper kannst du halt auch so ein bisschen direkter ins Gefecht gehen. Zumindest ein bisschen. Headshot! Ah, this is giving me such a great feeling. Oh, ich habe ihn getötet. Zumindest als Assist. Ja, vieles beruht leider auch auf reine Spontanität, sag ich mal. Also Spontanität ist immer gut in diesem Spiel. Ich bin schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Ach, danke, Kollege. Er weiß, wie es geht. Er hat mich gerade gelöscht. Und wo sind die zwei hin, die Dinger? Okay, okay, vorsichtig. Dann sind es schon zwei. Get the fuck down. Oh, come on. Meins. Meins. Ach, ich fühle mich so toll. Meins. Auch noch meins? Ah, ich bin gestorben. Ach, wir sind schon wieder so awesome, so semi-awesome schon wieder. 49 Punkten für den zweiten Platz im roten Team an. Den sozusagen auch zweiten Platz im gesamten Spiel. Tja, das ist doch mal nicht so schlecht. Und es ist auch noch ein Sieg für uns, den ich sogar noch wieder leben werde. Ich lebe und Verlängerung. Longshot, but this is an epic ultra insta win. Ha! Insta crit, insta treffer. I would say definitely. Hi there. Ah. We have to push card. I go to fucking medic. Mission begins in 60 seconds. So, wen will ich denn überheilen? Überheilen. Haben wir denn bitte keinen Heavy? Wir haben kein Heavy, das ist scheiße. Someone please Heavy. This would make things definitely easier. Mission begins in
Ansonsten ist es nämlich gleich relativ umsonst. Zumindest am Anfang finde ich, ist einfach ein Heavy richtig geil. Ein Pyro kann auch gehen, aber ich muss den richtigen Pyro jetzt erwischen. Und nobody gives a fuck about being a Heavy. Hier, auf ihn vertraue ich jetzt mal. Ich glaube, er hat Ahnung. Er hat so einen Rubber, glaube ich, liebe das Ding. Charge Attack! No Defense? No Defense at all! What the fuck just happened? Ich meine, cool. There isn't even going a thing on. Wo sind die Gegner bitte hin? Hello, yes, this is Dark. Hahaha, lol. Oh! Oho. Meiner. Dann hab ich ein Problem. Battle Medic! Ja, ich heil dich schon, mein Freund. Du wirst wieder leben! Let's go into the fight! So, wichtig beim Medic ist auch immer, logischerweise versuchen, alle so ein bisschen an dem zu halten. Vielleicht am besten noch alle so ein bisschen überheilen. Das ist eigentlich das Nützlichste, was du tun kannst als Medic. Feines Überheilen ist immer gut. So, ich bin schon wieder übercharged. Ich brauche jemand anderen zum Pushen. Ach, this is bad. Ihn heile ich mal. Och, er macht gut Punkte. Danke, Andy 180794, dass du mir gerade sehr viele Assists bescherst. I am fucking burning! Ich bin nicht sure, wo ich hin soll. Ach! Ich glaube, ich hätte doch oben bleiben sollen, habe ich das Gefühl. Damit eine Überladung verschwendet. Bleibe ich Medic? Bleibe ich Medic, ist die Frage. Ich glaube, ich bleibe Medic, nimm aber mal eben den Notarzt, einfach weil er schneller heilt. Und ich vermute, ich jetzt einfach mal keine Überladung mehr brauche. Da finde ich jetzt einfach mal zu, ich würde sagen, zu 70% aus. Außerdem ist es Überheilstelle und damit kann ich eigentlich innerhalb von 5 Sekunden das ganze Team wieder auf voll bringen. Das ist ja das Schöne dran. Ja, ich will nicht wissen, was das sollte, mein Kollege. Please stay out of my sight. Ich frage mich echt, wo das Gegnerteam abgeblieben ist. Ich meine, das sind so viele. Können euch alle tot sein? Yeah, I'm nearing the checkpoint with my fucking bomb. With my huge bomb. With my balls of steel. Oder mit meiner unnötigen Überladung. Yeah! I am awesome. Let's be fucking awesome. Und wieder die Medigun. We have to defend it. To defend it. And then again, no heavy. Aber ich glaube, der Pyro hier, ihn mag ich. Er ist cool. Allein schon mit seinem Rubber Glove. Wenn er jetzt noch so ein, wenn er so ein Fluginomoristik-Ding, also diese komischen Schleim, den man auch aus, wie hieß die Sendung, Futurama kennt. Das ist mein absoluter Lieblings-Pyro-Hut. Wenn er den hat, dann würde ich jetzt sofort ein Nerdgasm bekommen. No, no worries, my friend. I will heal you. And then we are going to overcharge you. And then we are fucking awesome. Mission begins.
Ich glaube, wir werden pushen. Nur nicht sterben. Ich möchte ein paar Sekunden warten, bevor Übercharge. 3, 2, 1, los! Oh my goodness.